Hallo und willkommen zurück. Wir bauen jetzt das Portal weiter. Oder ich hoffe sogar fertig. Hab natürlich aber den Eimer mit Wasser vergessen. Der steht noch im Haus. Da ist er. So, dann tue ich mal was rein, was ich momentan nicht brauche. Das vielleicht noch. Wo habe ich eigentlich das ganz andere? Ah, da habe ich Fäden drin. Dann machen wir das richtig. So, und ja, wir haben ja jetzt Pilze. Ich werde mir gerade mal zwei Pilze nehmen. Denn ich wurde gefragt, wie man Pilzsuppe macht. Habe ich zwar schon in meiner Einführung erklärt, aber das hat ja auch nicht jeder gesehen. Dann mache ich es jetzt gerade nochmal. Für Pilzsuppe brauchen wir erstmal Holz, um uns einen Holzteller zu bauen. Und das macht man einfach so im Dreieck die Holzblöcke anordnen. Dann bekommen wir vier Holzschalen und darüber kommen einfach die Pilze. Also es müssen zwei verschiedene Pilze sein, aber es ist egal, ob jetzt der rote unten ist oder oben. Und dann haben wir einen Pilzeintopf. So einfach geht's. Ups, durch die Tür müsste man auch gehen können. So, vielleicht sollte ich demnächst auch hier nochmal ein bisschen dicht machen, damit man nicht immer um das Loch da rumlaufen muss. Dann gießen wir jetzt wieder Lava rein, nebendran Wasser. Und schon haben wir unseren zweiten Lavastein. Und jetzt weiß ich auch, warum hier so viele Getreidesamen rumliegen. Weil das Wasser alles wegspült. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Wir brauchen hier oben drauf den nächsten Obsidianstein. Einmal hier und einmal dort. Und das müssen wir jetzt auch noch in die Höhe machen. So, noch einmal. Und dann oben mit zwei zu. Also hier und dort. Oder nicht vom Wasser runterspülen lassen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch wieder richtig mache. Hier muss ein Lava hin. Beziehungsweise ein Obsidian. So und nebendran auch. Und da geht mir die Erde aus. So, ich stelle euch mal Fackeln hin, sonst sieht man ja wieder nichts. Auch wenn sie wahrscheinlich gleich wieder weggespült werden. So.
Also hier rein kommt das letzte. Und dann können wir die ganze Erde wieder wegnehmen und dann kommt da ein Portal zum Vorschein. Tada! Unser Portal. So, bevor wir da reingehen, also erstmal müssen wir es noch aktivieren. Das heißt, wir brauchen ein Feuerzeug. Und bevor wir reingehen, möchte ich mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Denn wir werden auf jeden Fall im Nether dann eine Nether-Festung suchen und dort diese Feuergegner bekämpfen, weil die dann was fallen lassen, was wir brauchen, um Enderaugen aus Enderperlen Enderaugen zu machen. Ja, komplizierter Prozess. aber es wäre sehr schön, wenn wir aus diesen drei Enderperlen Enderaugen machen können. Eine Steinaxt werden wir natürlich nicht brauchen. Eine Schaufel eigentlich auch nicht. Die lassen wir dann mal hier. Spitzhacke brauchen wir. Baumaterial brauchen wir auch. Damit wir, wenn wir auf der anderen Seite rauskommen, uns erstmal unser Portal sichern. Den Ofen und die Werkbank kann ich dann eigentlich mal mit rübernehmen. Ich nehme mehr Essen mit. Ja, dann noch. Haben wir noch zwei Spitzhacken. Und hier noch ein Schwert. Ach so, ich habe gar keine Sticks. Stäbe heißen die jetzt auf Deutsch. Auch sehr schön. Minecraft kann man jetzt auf Deutsch stellen. Also nicht nur auf Deutsch, auch auf andere Sprachen. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Seit dem letzten Update geht das. So, 64 und 37, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurück und etwas mehr Stein holen, das sehen wir dann. Gut, dann wagen wir es. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielleicht finden wir einen Feuerblob. So, hoch. Wir haben Erde hier im Haus. Na, sowas. Das war noch vom Dachbau. Feuerzeug. Habe ich noch keins hergestellt? Nö. Also ein Feuerstein und was war die zweite? Ach, ein Eisen. Damit aktivieren wir jetzt das Portal. Hallo? Ja, und dann kann's losgehen. Oh Mann. Auf in den Nether.
Wie man hier sieht, wurde auch nicht alles auf Deutsch übersetzt. So, und mit diesem Texturenpaket finde ich, sieht der Nether auch sehr hübsch aus, diese roten Steine. Sind sehr nett anzuschauen. So, dann beleuchten wir hier das Portal. Ja, das Portal, das dann hier erzeugt wird, hat dann keine Aussparungen. Das sind die Ecken, auch Obsidian. Und wer noch nie im Nether war, sollte aufpassen. Diese roten Steine sehen zwar sehr schön aus, sind aber sehr weich und ganz, ganz leicht brennbar. Und deswegen müssen wir uns was aus Stein bauen. Denn früher oder später werden, wenn ich denn nicht auf friedlich geschaltet hätte, werden nämlich die Ghasts kommen. Ich weiß gar nicht, wie die dann auf Deutsch heißen. Und man hört sie auch schon. Ja, da schießt doch noch einer. Nein. Hör auf. So ein Mistvieh. Ich versuch's mit dem feilen Bogen abzuschießen. Also man kann zum einen diese Dinger, die schießen, auf sie zurückschlagen, wenn man es trifft. Und ansonsten mit Pfeil und Bogen drauf. Ist jetzt da hinten verschwunden. Ein bisschen Feuer löschen. Bleib da hinten, dann kann ich weiterbauen. Ich lasse erstmal die Ecken weg. Ich weiß nicht, wie viel Stein ich brauche. Spare ich mir da was? Bleib weg, bleib weg. Das gefällt dir nicht. Komm zurück. Wenn ich dich schon beschieße. Haha, ein Ghast getötet. So, den Pfeil hätte ich gern wieder. Gucken, was er so fallen gelassen hat. Manchmal lassen die Tränen fallen, aber ich glaube, jetzt haben sie nur. Der hat nur Erfahrungspunkte geben. Ich laufe da gerade mal hoch. Ja, da ist noch ein Erfahrungspunkt. Nö, hat sonst nichts fallen lassen. Die Zombie-Pigmen machen uns nichts, wenn wir sie nicht angreifen. Und ich habe auch nicht vor, sie anzugreifen. Wer meine Einführung gesehen hat, weiß, dass das übel endet. So, jetzt noch oben zumachen. Ich denke mal, ich kann das Portal so ein Stück rausgucken lassen.
Obsidian sollte ja nicht so leicht zu zerstören sein. So. Dann beleuchten wir die Sache wieder, damit wir das auch leichter finden. Und dann mache ich hier vorne mal den Eingang. Dann können wir das hier aufstellen. Einmal unsere Werkbank und einen Ofen. Ich weiß noch nicht, ob wir ihn brauchen, aber das macht ja nichts. So, habe ich gerade noch genug Holz für eine Tür. Die Tür kann natürlich kaputt gemacht werden, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich habe nicht vor, noch einen Gast hierher zu locken. Und das machen wir mal wieder an. So, dann können wir uns jetzt auf die Suche machen nach einer Festung. Moment, ach so, ha, ja, blöd. Hätte ich genug Holz, würde ich mir jetzt noch eine Kiste machen. Jetzt muss ich nämlich alles mitnehmen, was ich dabei habe. Gehe ich gerade noch mal kurz zurück. Ja, zurück. Und hole Holz für eine Kiste. Denn diese Feuergegner in den Nether-Festungen sind sehr stark. Ich habe die bisher auch nur einmal bekämpft. Auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit. So. Damit hätten wir das. Können Sie natürlich auch mit Eiern bewerfen, das ist sehr effektiv. Am besten lassen wir die Eier noch so ein bisschen vor sich hin gammeln. Dann bewerfen wir den Gast mit Eiern. Faulen Eiern. Schwefelstinkend. Merkt ihr wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich stinkt es im Nether sowieso nach Schwefel. So, da sind wir wieder. Und jetzt haben wir reichlich Holz für die Kiste. Und die stelle ich jetzt dahin. So, und damit geht es jetzt aber wirklich los auf Erkundungstour und ich hoffe, wir finden eine schöne Festung. Außerdem gibt es natürlich hier noch diesen Glowstone, der hängt zum Beispiel da vorne. Den können wir bei Gelegenheit auch mal mitnehmen. In welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen? Ach, wir gehen in Richtung Glowstone. Warum nicht? Und den komme ich jetzt natürlich gar nicht gut ran. Das war, glaube ich, auch keine gute Richtung, aber ich nehme den auf jeden Fall noch mit. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.